Wissen Sie, Herr Pfarrer, meine Großmutter war eine richtig gute Katholikin. Das ist so ein beliebtes Smalltalk-Thema mit einem katholischen Geistlichen bei irgendwelchen Familienfeiern, wo ich eingeladen bin. Gerne wird geredet über die Vorfahren und ganz besonders gern über die Großmütter, die jeden Sonntag in die Kirche gingen. Ja, meine Oma, die hat immer mit mir gebetet, wenn ich bei ihr zu Besuch war. Und dann antworte ich sehr freundlich, wunderbar, freut mich sehr, hatte auch so eine Oma. Oder Schwester Gerburg, vielleicht ist Ihnen das auch auf dem Wallfahrtshof schon passiert. Ich habe schon viele dieser Gespräche geführt, dass Leute auf mich zukommen und sagen, ah, Sie sind doch der Direktor vom Rosenberg. Meine Großtante war Nonne. Und vor ein paar Jahrzehnten war sie sogar hier auf dem Rosenberg stationiert. Und ich habe sie auch immer wieder mal besucht. Aber ich kenne den Mann gar nicht, habe ihn eigentlich noch nie gesehen. Und dann sage ich, wunderbar, Sie haben eine tolle Großtante gehabt. Eine gläubige Frau, die ihr Leben für Jesus gegeben hat. Und im Stillen, ich sage es natürlich nicht laut, aber im Stillen denke ich mir, ja, und was ist jetzt mit Ihnen? Ein beeindruckender Mann, liebe Geschwister im Glauben, ist auch Simon, der Fischer vom See Genezareth. Als einziger hat er den Mut, auf die Frage Jesu zu antworten, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Kurz vorher ist es noch aus allen Jüngern herausgesprudelt, als Jesus nämlich die Frage gestellt hat, für wen halten die Leute den Menschensohn? Und der Menschensohn ist niemand anderes als er selber. Ja, die Leute sind total beeindruckt von dir. Sie halten dich für einen Propheten, den Täufer, Elia, Jeremia oder sonst jemanden, weil sie sehen, was für großartige Dinge du tust. Aber als er dann fragt, ihr, was denkt ihr, wer ich bin? Schweigen. Und der Einzige, der sich traut, wieder einmal, Simon. Er tritt vor und macht sich zum Sprecher der anderen und sagt, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Großartig. Was heißt das anderes als, ich bin so froh, einer deiner Jünger zu sein, weil du der bist, den wir erwartet haben, schon so lange. Und ich bin so stolz, dass du mich dein Freund nennst und ich dein Freund bin. Und nicht nur das, sondern auch, dass du mein Retter bist, mein Erlöser bist. Danke. Aber jetzt gibt es im Evangelium eine ganz merkwürdige Leerstelle. Denn der Herr hat ja alle gefragt, ihr aber, für wen haltet ihr? Ihr mich. Er hat nicht Simon Petrus alleine gefragt, sondern jeden Einzelnen. Ihr aber. Aber nur einer antwortet. Ob die anderen froh gewesen sind, dass einer vorgeprescht ist, dass einer den Mut hatte und jetzt können sie sich so ein bisschen hinter ihm verstecken. Es ist so ein bisschen eine katholische oder vielleicht auch volkskirchliche Gefahr. Jedenfalls so war es in den vergangenen Jahrzehnten, Jahrhunderten. Der Einzelne konnte sich so ein bisschen verstecken in der Gemeinschaft. Mitglauben. Irgendwie. Mit dazugehören zu dieser großen Gruppe, die in die Kirche gehen.
Die beten regelmäßig, zumindest mit den Lippen. Es war irgendwie normal, katholisch zu sein oder in evangelischen Gegenden evangelisch zu sein. Viele haben einfach nur mitgelebt, mitgeglaubt, aber ohne, dass sie eine persönliche Stellung genommen haben zum Glauben. Und die Konsequenz, bei sehr vielen hat sich dann der Glaube irgendwann verflüchtigt. Und ich kann nur noch verweisen auf eine fromme Großtante. Irgendwie mitgeglaubt hat auch ein junger Mann namens Tobias Lechner, ein Niederösterreicher aus dem Mostviertel, 24 Jahre alt. Ich habe die Tage nachgehört, was er letztes Jahr am Pfingstfest der Jugend in Wieselburg in Niederösterreich über sein Leben erzählt hat. Sehr, sehr ehrlich. Auch der Rosenberg war ja, viele erinnern sich, und auch dieses Jahr noch einmal so ein Standort des Pfingstfests der Jugend. Und Tobias hat sehr, sehr aufrichtig, sehr wahrhaftig, sehr schonungslos erzählt, wie sein Weg mit Gott war. Beziehungsweise wie lange er seinen Weg ohne Gott gelebt hat. Und mich hat dieses Zeugnis sehr bewegt. Von Tobias Familie haben alle gesagt, die sind gut katholisch. Die Eltern, 4 Kinder, gehen jeden Sonntag in die Kirche, sind bei der Pfadfinderschaft aktiv. Vor allem der Vater, unglaublich aktiv ist er und organisiert viele Wallfahrten für die Gemeinde und darüber hinaus. Aber es gibt eine andere Seite, so Tobias, sehr ehrlich. Er hatte das Gefühl, dass sein Vater mehr für die Kirche da ist als für seine Familie. Er hat seinen Vater vermisst. Er war abwesend, war überall, aber nicht bei seinen Kindern. Und im Nachhinein wurde Tobias klar, so erzählt er, im Nachhinein wurde Tobias klar, aus dem Grund habe ich auch nie eine richtige Beziehung aufnehmen können zum Vater im Himmel, weil mein eigener Vater für mich nicht präsent war. Sehr oft so, dass die Beziehung zum eigenen Vater Auswirkungen hat auf die Beziehung zum Vater Gott. Äußerlich macht Tobias alles mit. Geht sonntags mit seiner Familie in die Kirche, ministriert 3-mal die Woche, ist Pfadfinder. Aber innerlich fängt er an, sich abzusetzen von seiner Familie, auch aus Rebellion, was ja für einen pubertierenden Jugendlichen auch ganz normal ist. Aber es betrifft eben auch seinen Glauben. Nach außen scheint alles in Ordnung zu sein, aber innerlich lebt er ein komplett anderes Leben. Er erzählt, dass er mit 12 Jahren angefangen hat, sich pornografische Filme im Internet anzuschauen, bis hin zur Sucht. Mit 14 beginnt er zu rauchen, mit 15 zu kiffen. Natürlich wissen seine Eltern nichts davon. Er versucht auch die Maske ziemlich hoch zu halten, ja, dass seine Eltern nur die Fassade sehen und nicht, wie es ihm wirklich geht. Er beginnt seine Lehre als Tischler, aber eigentlich ist der Hauptinhalt seines Lebens Skateboardfahren, wo er auch ziemlich gut wird in diesem Sport. Hängt mit seinen coolen Kumpels zusammen,
die mit der Kirche überhaupt nichts zu tun haben. Aber irgendwie, so erzählt er, irgendwie spürt er diese Leere. Was hat mein Leben für einen Sinn? Und als er dann gestresst wird durch seine Ausbildung, die nicht einfach ist, überlegt er sich sogar, was soll ich überhaupt noch weiter leben? Und er überlegt sogar, sich das Leben zu nehmen. Bis er im Alter von 16, 17 von seiner großen Schwester eingeladen wird, zum Pfingstfest nach Salzburg zu gehen, wo ein großes Jugendfestival viele, viele Jahre stattfand. 10.000 Jugendliche bis zur Pandemie. Und die Atmosphäre dort, auch das Gefühl, jetzt nicht alleine zu sein, löst was in ihm aus. Und er beginnt plötzlich auch die Predigten ganz anders zu hören. Und er merkt, es kommt im christlichen Glauben gar nicht so sehr darauf an, dass ich äußerlich irgendwelche Dinge tue, dass Gott zufrieden ist. Also in die Kirche gehe sonntags, das ist das Wichtigste überhaupt, dass ich ja, die Dinge mitmache, die sich so gehören für einen guten Katholiken. Sondern er beginnt zu verstehen, das Wichtigste am Christentum ist, dass ich eine Beziehung aufnehme zum Vater Gott, zu Jesus Christus und zum Heiligen Geist. Gott hat kein Interesse an meinem äußeren Tun. Er sehnt sich nach meinem Herzen. Und er will, dass er im Leben eines jeden Einzelnen einen Unterschied macht. Dass er da hineinkommt und etwas verändert. Und als dann Tobias das Lied hört, so erzählt er, ich danke dir Gott, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Manche mögen das Lied kennen. Ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Da fühlt er sich bis in sein Innerstes angesprochen. Du kennst mich, du kennst auch meine Abgründe, du kennst den ganzen Mist in meinem Leben und dieses doppelte Leben auch, das ich führe. Und trotzdem, oder genau deswegen, liebst du mich und hast Sehnsucht nach mir. Und es trifft ihn so, dass er nicht mehr aufhören kann zu weinen. Und er entscheidet sich zum ersten Mal in seinem Leben, Jesus in sein Leben hineinzulassen. Er trifft eine Entscheidung für den Glauben. Und das ändert alles bei ihm. Alles. Er fängt an, regelmäßig zur Beichte zu gehen und merkt, wie dieses Sakrament ihm auch hilft, von seinen schlechten Angewohnheiten loszukommen. Er sucht die Stille, diese persönliche Zwiesprache mit Jesus. Er fragt immer wieder, ja, was willst du Gott von mir, dass ich jetzt tun soll? Aus einem Mitläufer, aus einem Mitglauber wird einer, der persönlich glaubt und der sogar, er sagt von sich, er ist eher ein introvertierter Typ, dass er sogar in der Lage ist, ganz ehrlich von seinem Leben zu erzählen vor Hunderten von Jugendlichen. Es geht nicht um die anderen. Es geht um mich. Und es geht um dich im Glauben. Mag sein, dass du dich auch lange versteckt hast hinter Eltern, Großeltern, hinter deiner Gemeinde, irgendwie mitgeglaubt hast, mitgelaufen bist, mitgeschwommen bist. Mag sein, dass du dich wie die Jünger hinter Petrus, dass du dich auch versteckt hast hinter anderen, die ja viel, viel bessere Christen sind, angeblich. Mag sein, dass du wie Tobias auch enttäuscht wurdest von Christen, von Menschen, die von sich sagen, ich glaube, wo aber nicht alles so gestimmt hat, so wie er es auch bei seinem Vater entdeckt hat.
der nicht für ihn da war, wie er es eigentlich gebraucht hätte. Aber auch da, es geht nicht um die anderen, es geht um dich. Und kein Mensch ist perfekt, auch kein Christ ist perfekt. Kein Papst ist perfekt. Schon der erste Papst war es nicht, Petrus, der zuerst groß redet und sicher auch mit Überzeugung, du bist der Christus, der aber kurz darauf Jesus Vorwürfe macht und irgendwann ihn dreimal verleugnet. Kein Papst ist perfekt, kein Bischof, kein Priester, keine Großmutter, keine Eltern, niemand. Und diese Enttäuschung, liebe Schwestern und Brüder, ist auch notwendig. Diese Enttäuschung über konkrete Personen ist notwendig, dass du spürst, es geht um dich und um deine Beziehung zu Jesus. Wie du dich zu ihm stellst und ob du ihn hineinlässt in dein Leben. Und darum möchte ich gleich, statt einfach nur, wie wir es immer tun, das Glaubensbekenntnis zu singen und zu sprechen, möchte ich nochmal diese drei Fragen stellen. Wie in der Osternacht und wie bei jeder Taufe. Glaubst du an den Vater, an den Sohn und den Heiligen Geist? Glaubst du wirklich? Bist du wie Petrus in der Lage zu bekennen, ja, du, Jesus, bist mein Heiland, mein Retter? Und dann werden wir dieses alte, wunderbare, sehr, sehr tiefe, kurze Lied singen. Jesus, dir leb ich, Jesus, dir sterb ich, Jesus, dein bin ich im Leben und im Tod. Und das bekräftigen. Und meine Sehnsucht ist, dass du es heute wirklich aus ganzem Herzen tust. Ich bin sicher, dass Tobias dieses Lied auch gekannt hat und geschätzt hat. Ich sage gekannt hat und geschätzt hat, weil heute vor 14 Tagen Tobias Lechner, er war ein begeisterter Bergsportler, mit einem Freund unterwegs war und bei einem Bergunglück abgestürzt ist und er konnte nur noch tot geborgen werden. Und ich bin sicher, dass dieser junge Mann, der für Jesus gelebt hat, der für Jesus gestorben ist und mit ihm, dass er jetzt sein ist, nicht nur im Leben, sondern dass er jetzt sein ist, auch im Tod. Beeindruckende Menschen sind das. Simon, Petrus und auf ganz andere Weise auch dieser junge Mann Tobias Lechner. Auf ihre Weise haben sie auf die Frage Jesu, für wen hältst du mich, Antwort gegeben. Und welche Antwort gibst du? Wo ich auch stehe, du warst schon da. Wenn ich auch fliehe, du bist mir nah. Was ich auch denke, du weißt es schon. Was ich auch fühle, du wirst verstehen. Und ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Und dass du mich beim Namen nennst und mir vergibst. Herr, du richtest mich wieder auf. Du hilfst mich zu dir hinauf. Ja, ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Du kennst
als wahrer Gott und Mensch warst du hier. Du bist in allem uns gleich, in allem uns gleich und doch ohne Schuld. Du bist barmherzig, voller Geduld und ich danke dir, dass du mich kennst. Und dass du nicht mein Namen nennst und mir vergibst. Herr, du richtest mich wieder auf und du hilfst mich zu dir hinauf. Ja, ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Und trotzdem.